Hallöchen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Clash of Clans. Ihr seht, ich bin schon mal ein bisschen weiter, ich habe schon mal ein bisschen hier ein bisschen aufgebaut. Ich habe jetzt gerade wieder eine Nachricht bekommen. Sorry, ich will meinen Zaun mal ein bisschen erweitern hier, damit ich nicht allzu viel auf die Fresse kriege. Übrigens, der Clan ist eröffnet, ihr könnt jetzt alle beitreten. Natürlich, wie soll ich sagen, die Top-Fans, also die Top 100, die haben schon gesehen, dass der Clan eröffnet wird. Ich kann es euch mal kurz das Bild zeigen. Und da seht ihr alles. Fireclouds. Wir sind schon insgesamt 12 Leute von 50. Und ihr könnt jetzt beitreten. Ihr könnt alle beitreten. Ihr könnt alle beitreten. Der nächste Krieg ist auch schon in Planung halbwegs. Und ja, werden wir mal sehen, wie weit wir da kommen. Ich muss hier jetzt erstmal ein bisschen Schotter für meine Ränder hier ausgeben. Und will auch gleich mal wieder einen kleinen Angriff starten. Ich brauche nämlich, wie ihr seht, ein bisschen Ressourcen. Gucken wir mal, wo wir hier was finden. Am besten einen, der schön viel Gold hat. Was? Ja. Ich habe momentan keins, das ist das Problem. Komm, nehmen wir den jetzt einfach mal mit. Komm, scheiß drauf, den nehmen wir jetzt mal kurz mit. Den nehmen wir kurz Volley. So. Manchmal nicht ganz übertreiben, ne? Komm hier, die schicken jetzt alle da rein. Scheißegal. Na komm. Ich hoffe, es ist diesmal nicht zu laut. Mensch, wie viel hält denn das Ding da hinten aus? Ist ja ekelhaft. Na kommt, holt meine Ressource. Ich brauche Ressource. Kommt, 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 kommt. Das Gold ist mir eigentlich recht boogie. Weil der hat ja nicht gerade viel. Oh, ich bin Rang aufgestiegen. Habe jetzt eben gerade erst später mitgekriegt. Ja, jetzt komm, jetzt wurschtelt da hinten nicht an den Mist rum. Hätte gleich mal die mittlere Burg auseinandernehmen können. Hier, Leute, das geht auf Zeit. Zieht den Finger. Komm. Jetzt nimmt die Burg auseinander. Also das Hauptgebäude. Kommt. Los, 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 los. Ran an die. Ja, nimmt den Stein. Klar. Ah, ne, haben doch das Holz genommen. Gut. Ist zwar nicht viel, was wir hier einnehmen, aber Kleinvieh macht ja auch Mist. Komm schon, jetzt habe ich das arme Würstchen ohne Clan hier komplett auseinandergenommen. Sorry, Sockhip, oder wie du auch immer heißt. Auf nach Hause! So, kann ich mir gleich mal wieder meine Bärenmänner erstellen? Die werden noch nachproduziert? Werden noch nachproduziert? Genau. Da hätte ich ja noch ein bisschen was. Habe ich die nicht umsonst rausgejagt? Wer ist denn hier im Chat? Ach, der Nick, was Nick arbeiten kann. Muss ja mal ein bisschen lesen. So, ich schreibe den auch gleich mal hier. Warte. Wenn jetzt mein Text fällt, irgendwo mal aufblenden. Ah, da. So. Ich will jetzt mal. Dass ihr alle, das könnte der Community mal Hallo sagen. Ich hoffe, dass jetzt einer online ist. Das glaube ich nicht. Der Nick hat geschrieben. Hallo Nick! So, was wollte ich jetzt als nächstes mal eigentlich machen hier? Ich wollte hier irgendwo mal ein bisschen Plunder aufbauen. Ich lasse mal das Textfeld mal eine Seite mal ein bisschen offen. Vielleicht sehen wir was Interessantes, irgendwelche Streitgespräche oder so. Die Mine müsste ich ein bisschen ausbauen. Ja, komm, die 7000 haben wir. Und für den nächsten Angriff habe ich auch, glaube ich, auch gleich alles. Ich müsste hier, also oh, 10.000 muss ich da reinstopfen. Kacke! Schreiben wir mal zurück. So. Ja, komm. Das Textfeld will aber bei mir nicht aufblenden. So. Mal kurz Zeichen reingeben. Blub. Was wollte ich jetzt tun? Nee, nicht nur sammeln, ich wollte auch hier.
Gut, ich habe jetzt sowieso ein bisschen zu viel. Ich mache mal meinen Zaun ein bisschen fertig. Der ist momentan gerade ein bisschen wichtig, weil ich hatte heute ziemlich viel auf die Fresse bekommen. Und ja, wir müssen gleich den nächsten Angriff wieder planen. Ich guck mal nochmal rum. Vielleicht finden wir noch was Interessantes. Tü-tü-tü-tü-tü. Der hat Gold, aber viel zu wenig. Ich hab den da unten drin geschickt, scheiße. Huch. Na, komm. Schick ich den zweiten auch noch rein, mir jetzt wurscht. Hauptsache das Gold kriege ich irgendwie ran. Komm, mach sie weg, mach sie weg! Die Clan-Kriege werde ich höchstwahrscheinlich dann live senden. Also die werde ich auf Twitch raushauen. Ich werde die bei YouTube, glaube ich, dann gar nicht sehen. Weiß ich noch nicht, werde ich mal schauen. Ich brauche ja bloß eine Ressource, dass ich mir auch gucke, ob ich jetzt verliere oder so. Oder? La 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 la, komm. Holt einfach die Ressourcen, da könnt ihr auch verrecken. So, ist mir jetzt wurscht. Ja, komm. So, den Rest brauche ich nicht. Naja, war jetzt ein bisschen Schlag in die Hose. Aber ich wollte jetzt nicht wieder alles rausballern. Dauert nämlich immer so lange, das mit dem Mist nachzusetzen. So, was wollte ich jetzt? Achso, ich brauche ja noch ein paar Einheiten jetzt. Das habe ich immer wieder alles rausgedonnert. Ach komm, die brauche ich jetzt momentan am meisten. Ich will einfach nur Ressourcen holen. Ich will großteils nichts kaputt machen. Ich renne mit den Großen meistens rein, hau die Kleinen hinterher, so dass die meine Ressourcen holen und dann habe ich es meistens schon hinter mir. So, da werde ich die nächsten 1000 auch mal wieder hier investieren. Ich weiß, die ist noch nicht ganz fertig. Hier vorne, unten bei dem Turm kann ich noch nicht zubauen. Ja, ich kann noch nicht mehr einsetzen. Oder ist jetzt schon was dazugekommen? Nee, kann immer noch nichts Neues setzen. Das Labor müsste ich bald bauen. Dafür brauche ich aber noch sehr, sehr viel Gedöns. Also von diesem Elixierzeug brauche ich noch einen Haufen. Ihr seht, mein Maximalwert bei Gold ist schon auf 76.000. Und 26.000 ist für mein Elixier. Ist also noch ausbaufähig. Ja, warum habe ich da vier Bauer weiter hinten? Ja. Da. Guck. Da. Ah, jetzt habe ich 2T geschrieben. Naja, geil. Nee, ich hatte heute ein bisschen live gesendet und ich habe mir so gedacht, wenn ich live sende und ihr drückt auf den Donate-Button, also das Geld, was gespendet wird, wird dann in dieses Spiel investiert, sodass ich ein bisschen schneller vorankomme. Das geht nämlich ganz gut. Hatte heute mal kurz live gestreamt, kurz. Und da sind welche reingekommen, dann, ja, bau mal ein bisschen aus. Hier, kannst das Geld dafür machen. Haben sie mir auf den Spenden-Button gedrückt und da habe ich das Geld auch gleich dafür angegeben. Nicht, dass es heißt, ja, das wandert alles in meine Tasche oder so. Nee, nee, ich habe den Leuten da versprochen, dass das Geld, was ich jetzt einnehme auf Twitch, also was da donated wird, dass ich das hier in das Spiel investiere, um da vielleicht ein paar Dinge zu machen, dass ich ein bisschen besser vorankomme, nicht, dass wir einfach immer nur auf der Stelle hängen. Also hier wird keine unfairen Dinge gemacht. Ich schreibe es ihm auch gleich mal. Ah, nee, Nick, das siehst du ja morgen. Also, das siehst du ja in der Folge. Das muss ich dir jetzt ja nicht hier noch auf die Nase binden. So, Anforderungen brauche ich gerade nicht. Ich habe momentan kein Schild. Das heißt, ich werde bald richtig schön auf den Sack bekommen. Aber ich meine, meine Ressourcen sind da geradezu unwichtig für. Gut. Hab da noch ein bisschen was drin, ne? Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, was bei Twitch noch im Checkboard ist. Ich hatte vorhin insgesamt waren es 19 Euro. 19 oder 20 Euro hatte ich vorhin zusammengekommen. Das habe ich dann natürlich gleich ins Spiel reingehauen. Habe mir hier einen Schatz einmal 19,99 € geholt und habe dann hier mal ein bisschen investiert. Und ich denke mal, so mache ich das bei Twitch. Also, da sacke ich mir nicht in die Tasche, ich investiere das in ein Spiel. Wenn die Leute sagen, okay, ich will das bei dir gucken und wir spenden dir da was, dann haue ich das auch gleich ins Spiel rein, sonst das wäre sonst unfair.
kann ja nicht auf Twitch irgendwie Geld verlangen für Dinge, wovon ihr dann im Endeffekt nichts habt. Ganz einfaches Dings. Fackeln brauche ich nicht. Das mit der Deko interessiert mich ja großenteils noch gar nicht. Ich habe mich heute mal ein bisschen hier umgeguckt. Also ich habe ja mal ein bisschen. Wo war denn das? Bist du Clans? Hier konnte man noch. Jetzt ist das Spiel flöten gegangen. Ja, das ist jetzt schon zum vierten Mal, dass mir das Spiel abflötet. Tadam! Jetzt habt ihr mal meinen Backscreen gesehen. Damit ich auch nicht bescheiße, nein, ich spiele wirklich auf dem Tablet. Also, das heißt es nachher wieder, oh, das Spiel ist bestimmt auf dem PC und cheatet. Wenn das nur gehen würde. Oh, ich hab doch. Hoffentlich stürzt es jetzt nicht wieder ab. Na, Herrgott, nochmal. Jetzt gibt's einen Bericht hier. So. Wenn ich jedes Mal, wenn ich da drauf gehe, stürzt das ab, das macht mich wahnsinnig. Wo war's denn? Ja, langsam geht mir das Dim-Dim-Dim auf den Sack hier. Komm, lade. Ob ich das jetzt nochmal probiere, ich weiß es nicht. Ah, nee, besser nicht, sonst haben wir hier das ganze Let's Play durch. Heißt es denn, ja, der ist ja nur, der beim Selbststück nur das Spiel ab die ganze Zeit, der ist voll scheiße im Hirn. Ja. Also, ich habe da hier schon, also, da zeige ich jetzt nicht im Let's Play, wenn wir jetzt hier angreifen, aber ich habe da jemanden in Aussicht, da ist mir der Name schon aufgestoßen. So ganz einfach, da habe ich schon ich glaube, der war ganz kurz bei uns im Clan drinne. Jetzt hört doch mal auf, mir zu schreiben, Mensch. Wir hatten jetzt schon wieder geschrieben, jetzt muss ich mal gucken. Ah, meine Videos werden wieder kommentiert. Ja, schön, dass man das jetzt alles hier so live sehen kann, ne? Ah, na, live finde ich das ja nicht. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ach, ich wollte ja hier nochmal reingucken, den Rest noch ein bisschen verbraten, was ich hier alles habe. Machen wir von denen hier noch ein paar. Naja, das war's schon wieder. Ah. So, für die Leute, die es vorhin nicht gerallt haben, Pause zu drücken, hier könnt ihr nochmal gucken. Ach, da bist du ja. Du alte Sackratte. Du hast da vorhin reingeschrieben. Wunderbar. Also, ah, hier, ich glaube. Nee, hier war das nicht. Wo war denn das? I'm so very überfordert. Ach komm, das Ding finde ich. Nächste Folge, da zeige ich euch, was ich meine. Also ihr wisst jetzt, glaube ich, auch nicht, was bei mir los ist. Was geht hier? Niemals Intros, Nick. Niemals. Ich finde Intros schlimm. Intros, die halten mich noch länger vom Video ab. Wenn da vorne noch Werbung kommt, ist es noch schlimmer. Oh, da könnte ich in die Wand gehen. So. Ja, denk mal, jetzt wird nicht mehr allzu viel passieren. Ich habe keinen Schotter mehr. Und meine Truppen müssen auch noch gerade ein bisschen durchlaufen. Kann ich noch was wegmachen? Nö. Fällt sich gut aus. Ich habe da ein bisschen schon mal mit der Mauer so rumexperimentiert. Die mache ich erstmal fertig. Das Lager, naja, das wird glaube ich eh nicht voll, außer es greift mich jetzt einer mal an und macht mir komplett die Base weg. Dass ich wieder ein bisschen Schutz habe. Jus, Leute, macht mich platt. Gerade wenn ich so wenig habe, greift mich bitte an, dass ich mein Schild kriege. Gut, immer erstmal Feierabend. Wieder ein kleines kurzes Info-Video. Ich werde die Videos hier nicht so lang halten, weil so informativ sind sie denn doch nicht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen in die Fläumchen. Wir sehen uns Tage wieder und ich freue mich, wenn ihr dazu stoßt. Aha. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.